In einem Zürcher Kino haben Kinder aus dem Pestalozzi-Dorf eine liebenswürdige Berühmtheit empfangen. Die Schauspielerin Audrey Hepburn, deren neuester Film seine kontinentaleuropäische Premiere erlebt. Solche Gala-Vorstellungen sind sonst nicht nach Audrey Hepburns Geschmack. Aber diesmal ist sie mit Freuden gekommen, um Flüchtlinge zu begrüßen und Flüchtlingen zu helfen. Sie ist von ihrem Gatten Mel Ferrer begleitet. Den Bundesrat vertritt Minister de Rham. Obschon der Liebreiz der jungen Schauspielerin und der Charme ihres Gatten dem Abend fröhlichen Glanz verleihen, vergisst niemand den ernsten Hintergrund. Die Geldsammlung für das Weltflüchtlingsjahr. Die Gesamteinnahmen der Vorstellung, zu deren Gelingen auch der amerikanische Botschafter Henry Taylor beigetragen hat, werden vom Verleiher und vom Kinobesitzer der Schweizerischen Flüchtlingshilfe geschenkt.